Die Relativpronomen. Machen Sie aus diesen 5 Sätzen nur einen Satz. Das ist ein Hochbeet. Es ist bequem. Es ist hochgebaut. In ihm lässt es sich leicht gärtnern. An ihm muss man sich nicht so bücken. Ersetzen Sie das Subjekt oder das Objekt durch ein Relativpronomen. Hier ist eine Übersicht der Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Und hier ist der fertige Relativsatz. Das ist ein Hochbeet, das bequem ist, das hoch gebaut ist, in dem es sich leicht gärtnern lässt und an dem man sich nicht so bücken muss. Die 4 Relativsätze sind jetzt Nebensätze. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht immer ein Komma. Und auch zwischen 2 Nebensätzen.